Das ist ja hier Luxus, dass die für mich stillstehen, netterweise. Es geht darum, die hier in Bewegung zu bringen und nicht die jetzt eins zu eins abzubilden. Da nimmt man besser ein Fotoapparat. Es ist immer so, dass ich eine bestimmte Figurengruppe oder bestimmte Figuren über eine ganze Zeit lang zeichne, also über mehrere Tage oder auch Wochen. Dass da jetzt so schnell was auf dem Blatt entsteht, liegt natürlich auch daran, dass ich eigentlich seit 2014 sehr intensiv die Antiken zeichne, die natürlich auch schon recht gut kenne. Meine Freunde sind das dazwischen. Ich habe Ruth Tauchert's Zeichnungen das erste Mal in Bonn kennengelernt und war sehr schnell fasziniert. Besonders angesprochen hat mich die Freiheit, mit der sie sich von den antiken Vorlagen löst. Die Statuen scheinen sich zu bewegen. Sie gewinnen eine eigene Gebärdensprache, zeigen plötzlich mimische Regungen und scheinen auf ganz bestimmte Augenblicke bezogen. Wie das im Einzelnen geschieht, will ich hier gar nicht näher verraten. Das soll der Betrachter der Ausstellung dann für sich selbst entdecken.